Ein altes Sprichwort behauptet, dass die Augen der Spiegel der Seele sind. Wenn deine Augen die Spiegel deiner Seele sind, was spiegeln sie dir? Wenn du in den Spiegel schaust, bist du bereit, dein Herz zu öffnen für das, was du siehst? Bist du bereit, für dich selbst da zu sein? Kannst du wie ein Kind aus vollem Herzen Ja zu dir sagen? Ja zu all dem, was du wirklich, wirklich bist? Weißt du eigentlich schon, wer du bist? Und weißt du auch, wie wertvoll dein Leben ist? Erinnere dich daran, wer du wirklich bist. Erinnere dich daran, wie mächtig und wie kraftvoll du bist. Bitte hör auf, dich zu verstecken und dich klein zu machen. Zeige dich der Welt wahrhaftig, wie du bist, mit all deinen Facetten, all deinen Farben, all deinen Klängen. Die größte und schönste Version von dir zu leben, ist keine Option mehr. Es ist deine Aufgabe. Trau dich, mutig zu sein. Geh deinen eigenen Weg und hinterlasse Spuren. Wachse über deine Ängste hinaus und schenke dich der Welt. Trau dich, dich ganz zu zeigen. Die Welt braucht dich. Jetzt. Dies ist eine Aufforderung an uns alle, unsere Kraft zurückzugewinnen und unsere Gaben zu teilen.